Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge R4. Freunde des gepflegten Angelsports, wir sind heute mal an der Achtuba unterwegs und ja, hier sollen Büffelfische, sogar schwarze Büffelfische gehen. Natürlich gehen dann auch hier Wildkarpfen. Ich habe gerade ausgeworfen und haben jetzt ein 4 Kilo Wildkarpfen. Ich bin sehr gespannt, ob ich mal so einen schwarzen Büffel kriege. Die müssten ja eigentlich selten sein. Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals einen gefangen habe, weil die so scheiß selten sind. Überall zuckelt es gerade, aber so richtig. Na, jetzt hat er genommen. Dann gucken wir mal, was das ist. Das ist auch ein, oh, ist ein Amur, das war ja zu erwarten. Die können natürlich auch beißen. Ja, wir gucken jetzt mal, wo stehen wir denn hier überhaupt rum? Ne, das ist bei H5 die Grenze. Also ihr latscht hier einmal um den See rum. Genau auf dieser Ecke hier, da ist dann dieses Grützenfeld, 141,98 und werfen auch nur 8 Meter rein, 8 Meter Clip. Wir gucken mal rein ins Setup, ich habe kein PVA in Verwendung jetzt, ich wollte es mal so probieren. Wir haben so eine klassische Karpfengeschichte hier, ja, mit 36 Kilo. Schlammblei, 1er Haken. Ich habe mich wieder für die Berserk Hooks Ultra Series entschieden. Und dann haben wir Pellet und sinkender Boilie. Einmal Pfeffer, Muscheln 14, Krabbenmuschel, Solo B 15 und einfach Muscheln als Dip. So auf allen drei Routen. Ja, und ich bin sehr gespannt, ob ich mal hier so ein paar schwarze kriege. Kann natürlich dauern. Da muss man Geduld mitbringen für so einen Spot hier an der 8 Uhr. Das wissen wir ja sowieso alle. Da beißt es mal und da beißt es mal länger nicht. So ist das eben. Ich melde mich gleich auf jeden Fall wieder, wenn irgendwas abgeht. So, ich melde mich nochmal kurz zurück. Eine Schleie. Einfach mal so eine Schleie von 2 Kilo. Auch nicht schlecht. Ne? Also und ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe noch nicht ein einziges Mal in diesem Game einen schwarzen Büffelfisch gefangen. Ja, wo gibt es denn das, Alter? Da sieht man mal eigentlich, wie selten die sind. Wir haben auf jeden Fall hier Wildkarpfen, weiße Amure, Schuppenkarpfen, eine Schleie. Ja. Wir haben mit 6 Fische in 8 Ingame-Minuten oder 8 Minuten, nicht Ingame-Minuten, wie komme ich mal auf diese Ingame-Minuten. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist auf jeden Fall einmal hier die Krabben- und Muschel-Solo B20, also die dicken, der wirft ja dann 5 Stück raus. Ein Wurf gemacht. Hier so mittig auf 8 Meter, beziehungsweise diese Schleuder geht ja nur ab 10 Meter. Dann gehe ich eben einfach 2 Meter zurück, dann habe ich auch die 8 Meter, dann ist es auch gut. So, einmal reingeworfen, Feierabend. Ich bin sehr gespannt, jetzt will ich einen schwarzen Büffelfisch haben. Zumindest fürs Fangbuch, kann ja nicht angehen. Und normalerweise müssten die ja auf jeden Fall das Seltenheitsabzeichen haben. Also da wird ja mit dem Teufel zugehen. Da kommt links auf jeden Fall wieder Biss. So. Oha. Oha. Komm mal ran da. So. Büffeli. Oh, ein Zehner. Wenn der jetzt schwarz gewesen wäre, ne, das wäre natürlich nice geworden. Ne? Naja. Wir gucken mal weiter, was hier so passieren wird. Ich bin gespannt. Wie gesagt, alles ohne PVA. So. Da sind wir nochmal. Tagsüber war jetzt nicht so wild, aber hier 11,5 Kilo, wunderbar. Ich habe überlegt, soll ich einen PVA mal dran machen oder nicht. Habe aber jetzt auch nur Muschel PVA. Ja gut, wir haben ja auch Muschel. Ja, könnte ich machen. Aber dann denke ich mir, vielleicht ist das dann zu viel. Ja, lassen wir mal lieber. Ja, wir sind jetzt 31 Minuten hier. Ja. Wir haben auf jeden Fall 16 Fische mit Haken beziehungsweise Chatgrößen. Die Nacht bleiben wir noch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich möchte jetzt einen schwarzen Büffelfisch endlich haben. Ja, das wird wohl keiner sein. Das kann wohl eher so ein Amur sein wieder. Tja. Ich weiß ja gar nicht, wie so ein Schwarzer beißt. Ne? Da ich ja noch nie einen gefangen habe, kann ich das gar nicht sagen. Aber das sieht mir nach einem typischen weißen Amur aus.
Leider ja. Ich überlege noch, ob ich nochmal 5 Boilies rauswerfe oder nicht, aber normalerweise darf man es damit nicht übertreiben. Also, da kann man sich die ganz schnell verscheuchen. Weil die halten, ich habe das mal gelesen irgendwie im Forum, die halten schon, also wenn man die reinwirft so mit dem Rohr, also das hält schon 24 Stunden an, also Ingame-Stunden normalerweise. Und dann wirklich auch immer nur ein Rohr vollwerfen, weil sonst hast du ganz schnell überfüttert anscheinend. Naja, was ist denn jetzt da, Digga? Weißt du noch, oder? Junge, Junge, Junge. Ich hasse diese Amore, ne? Die machen immer ein Spiel und dann. Ja, komm, dann nehmen wir so lange den hier. Gucken wir mal, was das ist. Ja, die Richtung geht's ja schon, ne? Müsste nur noch tief schwarz sein. Da wäre es ja gut. Dann gucken wir mal. Wahrscheinlich ein Amur. Ja, wer hätte das gedacht? Gut, wir gucken mal, was die Nacht noch so bringt. Auf jeden Fall beißt es hier. Ja, und das alles auch ohne PvA. Auch interessant für Leute, die hier gerade ankommen. Mal gar kein PvA können, aber trotzdem schon ihre Fortuna Cup Routen haben. Mit ein paar schön ausgebauten HSV. Die könnte ich hier gerne versuchen. Klassische Haarmontage. Ja, 8 Meter Clip. Wir sehen uns später. Spätestens am Fischmarkt. Oder wenn ich einen Schwarzen kriege. Ja, jetzt geht's hier aber los, wa? Einfach mal so ein Kutum von 1,2 Kilo. Hammerhart. Ich habe jetzt nochmal mit der Futterschleuder 10 Boilies rausgeworfen. Scheiß drauf, da ich ja eh nur noch bis zum Morgenraum bleibe. Aber ist echt ein schöner Spot hier, ja? 42 Minuten, wir haben einen Giebel, großmäulige Büffelfische, sogar ein Kutum, zwei Schleien, zwei Schuppis, weiße Amure, Wildkarpfen. Also kann man echt nichts sagen. Habe ich jetzt gerade mal doof geguckt mit dem Kutum. Ja, immer noch fehlt der Schwarze. Was für eine Schande, wa? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte andere Kescher gesehen, haben die 4, 5 Schwarze drin gehabt. Ich sag mal, wenn ihr die jetzt auf die Spitze treiben wollt, macht ihr natürlich ein PVA dran, ne? Also, ich sag mal, wenn man jetzt nur eine Stunde bleiben will, kann man ruhig ein paar dicke Säcke dranhängen. Ja. Da haben wir auf jeden Fall wieder Biss. Scheint doch was zu bringen, diese 10 Dinger noch reingeworfen zu haben. Na gut, der ist untermaßig. Das hat man dann natürlich auch öfters, wenn man ohne PVA angelt. Aber man sieht, man kann auch ohne PVA seine Fische fangen. Ja, 25 Fische in 43 Minuten. Das ist völlig in Ordnung für die 8 Huber. Da haben wir wieder Biss. Come on, Junge. Ein Schwarzer. Nur fürs Büchlein. Mehr wollen wir gar nicht. Naja, wir sehen uns dann gleich am Fischmarkt. Gucken wir mal, was rumgekommen ist. Nach circa einer Stunde. Also bis gleich. So, da sind wir am Fischmarkt. Wir waren jetzt 1 Stunde und 5 Minuten. Am Morgen ging es nochmal gut los. Großmäuliger, Großmaul, Wildkarpfen 18 Kilo, noch zwei Großmäulige, nur 33 Fische ohne PVA. Ja, 421 Silber. Wie gesagt, das Ganze ohne PVA, da lässt sich wahrscheinlich deutlich mehr rausholen. Wenn da noch so ein Schwarzer reinknallt, wahrscheinlich auch. Wir gucken mal nach Preis, ne, klar, der Wildkarpfen, aber dann schon der Kutum mit lächerlichen 1,2 Kilo, knapp 50 Silber. Ja, das ist doch auf jeden Fall top. Und ich wollte mal ohne PV angeln. Für die Leute, die frisch hier ankommen, vielleicht auch schon die Fortunas haben und einfach ein bisschen chillen wollen an dem Spot. Ich finde, ein sehr, sehr schöner Spot auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten, Petri, und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns.